Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tellonym. Es ist lange her, seit Tellonym kam. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich habe jetzt nicht vorher nachgeguckt. Aber ich habe gesammelt. Sagen wir so. Ich habe gesammelt. Ich habe gesammelt. Also, wir fangen unten an. Ich wollte eigentlich ein Q&A-Video machen, aber irgendwie kam da nicht so viel bei raus, also nicht so viele Fragen, weil alle Fragen sollten eigentlich, wie jetzt hier gerade zu sehen, mit Hashtag Q&A hintergeschrieben werden oder vorne geschrieben werden. Kam leider nicht viel, bis auf eine Frage, aber egal, die beantworte ich jetzt. Ist dein Channel tot? Eigentlich nicht. Ich bin im Moment halt nur am Überlegen, so wirklich, was man aufnehmen kann und was nicht, ne? Ist es einfach für dich zu lügen? Nein. Ich hasse es generell zu lügen. Manchmal muss man es, manchmal ist es scheiße. Aber warum bist du so perfekt? Was für perfekt, bitte. Warum er das geschrieben hat, als Maul, bitte wirklich. Als Maul. Wo bin ich perfekt? Bitte. Schnauze. Bich? Was ist Bich? Aber trotzdem danke, dass das wenigstens einer so sieht oder eine, keine Ahnung. Ist das für dich okay, wenn deine Ex weiter in deine Bilder liked? Tut sie nicht, von daher ist es mir auch egal. Tut sie nicht, wäre mir aber egal. So. Ganz stumpf, ganz schnell, ne? Kannst du dir vorstellen, jemand wegen des Geldes zu daten? Fett nicht. Scheiß mal auf materielle Sachen, Digga. Ganz ehrlich. Ist bei, warst du schon mal verliebt? Ja. Mehrmals. Das droppe ich jetzt einfach. Na, ja, ganz ehrlich, so materielle Sachen ist doch unnötig, Digga. Geh selber arbeiten und dann kannst du dir die Scheiße auch selber kaufen. Hä? Ist doch voll unnötig dann eigentlich. Aber egal. So, ist dir Regen oder Schnee lieber? Ich bin ehrlich, Regen. Regen ist entspannter zum Einschlafen. Am besten noch so mit richtig schönen Gewitter und alles. Boah, das wäre geil. Warte mal, ich mache mal ganz kurz den Move hier. Dass da unten alles mal weg ist. So, was würdest du mir raten, wenn ich bald die Schule wechseln muss? Bin nervös. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich dir da raten soll, weil mir geht's selber wieder so. Ich wechsle auch wieder auf eine neue Schule jetzt. Durch die Ausbildung. Muss ja auf eine Berufsschule gehen, ne? Ja, was heißt Berufsschule? Logistikschule. Aber, ne? Trotzdem. Ehrlich, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, hab den Stress aber selber. Bockt halt gar nicht, ne? Bin ich ehrlich. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Nö. Also eigentlich nicht. So. Brauchst du manchmal Vape halt. Wenn ich dann mal Lust habe, die aufzuladen, könnte ich eigentlich gleich mal machen. Gibt es jemanden, den du mal treffen willst? Oh, wow, jetzt muss ich eine Liste öffnen. Jetzt muss ich Liste öffnen. Nein, keine Ahnung. Ich bin ehrlich, es gibt schon Leute, die ich gerne mal treffen würde. So. Eigentlich so am meisten gerade, also jetzt gerade aktuell, halt hauptsächlich so die Jungs, mit denen ich jetzt so in den letzten Tagen ein bisschen gechillt habe, ne? Auch im Stream waren ja auch dabei. Angel Payne, Yuji und so, Artem, Akaya und so. Ey, ich würde auch übelst gerne mal Takumi treffen, Shogun treffen. Ich würde eigentlich alle gerne mal treffen von denen. Also ich würde eigentlich echt gerne mal alle von denen treffen, so. Bin ich ehrlich. Was lustig ist, die wissen alle, wie ich aussehe.
Das ist voll scheiße. Voll scheiße irgendwie. Und ich habe selber keinen Plan, wie die aussehen. Gut, außer Angel Payne, da weiß man ja, wie der aussieht. Aber, ne? Bei den anderen, ey, ich habe keine Ahnung, wie die aussehen, Bruder. Was ist das? Die haben mich auseinandergenommen, Bruder. Aber ich glaube, mit den Jungs wäre ehrlich lustig, Digga. Wäre ehrlich lustig. Bin ich ehrlich. Aber klar, es gibt natürlich auch Streamer oder Streamerinnen, die man gerne halt mal treffen würde, ne? Weiß ich nicht. Was wäre jetzt so ein Beispiel? Glaube, Beispiel so wäre jetzt so, ich sag jetzt mal Fantreffen-mäßig oder hier, oh, wie heißt das andere? Gamescom oder sowas wäre halt, nicht, mal Luna oder sowas. Auch wenn ich da nie in die Streams reingucke, weil ich nie auf Twitch chill. Ich chill nie auf Twitch, Digga. Es ist halt echt crazy, dass ich nie auf Twitch chill. Schon mal nachgeschaut, wem deine Freundin auf Instagram folgt? Nein, da ich eine Freundin habe. Süß. So. Hattest du früher einen Nintendo DS? Ich hatte sogar einen Nintendo 3DS XL. Und den habe ich sogar immer noch. Nintendo 3DS XL. Aber ich habe leider das Kabel nicht mehr. Was hast du heute so gemacht? Ich habe actually Far Cry 2 Folge 5 aufgenommen. Nach 4 Monaten. Was machst du? Nicht viel. Würdest du sagen, du bist ein höflicher Mensch? Ja. Also ich selber ja, also ich würde selber sagen ja, was andere Leute von mir sagen würden, I don't know. War ganz ehrlich, was andere Leute über mich sagen oder denken, geht mir eigentlich relativ am Arsch vorbei. Wenn ich mit der Person nichts zu tun habe, dann geht mir das eigentlich so am Arsch vorbei, ganz ehrlich. So klar, wenn ich jetzt mit der Person irgendwas zu tun hätte, die irgendeine Scheiße über mich labert, so klar, dann geht mir das halt schon mächtig auf die Eier, würde ich sagen, weil mich das dann halt schon einfach abfuckt, dass irgendeine Scheiße über mich erzählt wird, die dann nicht mal stimmt. So, und da hat man ja selber keinen Bock drauf, so ganz ehrlich, ne? Hattest du früher eine feste Zahnspange? Wie alt warst du? Habe immer noch eine. Fett. Hast du heute jemanden geküsst? Nö. Hab ich auch nicht vorgehabt. Gott, was eigentlich, aber egal. Wann hattest du in letzter Zeit einen richtig guten Tag und was hast du gemacht? 31.05.2024, 8 Stunden Stream auf Twitch mit den Jungs zusammen. Das war geil. Das war der geilste Tag, Digga. 31.05.2024, 8 Ups. Alter, diese Klammer gibt mir gerade fett die Eier da. 8 Stunden. Das war das Geilste. Was ist dein Sternzeichen? Zwilling tatsächlich. Seit 18 Jahren. Fett. Ich bin ehrlich, abends duschen ist mies entspannt. Ich finde morgens duschen irgendwie scheiße, weil du kommst verschwitzt nach Hause und musst nochmal duschen. Dann geh doch einfach abends duschen und dann kannst du chillen, Bruder. Was würdest du sagen, wenn man dich jetzt nach einem Date fragt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Auf was freust du dich gerade?
Zeiten schön, dass nichts auch eine Antwort sein kann. Ey, schreiben. Hasse Memos, Digga. Meist höre ich mir auch nie an oder mache halt auf doppelter Geschwindigkeit, so gefühlt Double Time Part in einem Deutschrap-Song angelehnt. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Bis jetzt einen guten Tag hatte ich, habe ich tatsächlich. Du auch, wer auch immer du bist, Bro. Bist du Typ Sommer oder Winter? Ey, ich finde trotzdem Winter am chilligsten. Ich finde Winter immer noch am chilligsten, bin ich ehrlich. Macht dir Kochen Spaß? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Aber wenn schnell gehen muss, dann bockt's nicht, aber. Ja, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dann ist das eigentlich schon geil. Wenn man dann noch irgendwas, ja, irgendwas Gutes macht, dann kann das schon geil rüberkommen. Safe. Glaubst du, deine Ex hat sich verändert? Safe. Aber mich juckt's nicht. Safe. Aber juckt mich nicht. Grüne oder blaue Augen? Blaue Augen. Ey, ich finde blaue Augen so schön. Bin ehrlich, ne? Ich hab selber blaue Augen. Deswegen. Antwortest du allen, die dich anschreiben? Nicht immer. Also, ich versuche es so gut wie es geht. Geschweige denn, mich schreibt irgendwer an. Wenn mich wer anschreiben würde, ja. Wie viel Uhr gehst du normalerweise circa schlafen? 22 bis 23 Uhr. 22 Uhr bis 23 Uhr. Also meistens so in dem Zeitraum gehe ich eigentlich immer pennen. Ich bin ich tatsächlich. Wer bist du? Kein. Ja, stark. Kein Plan, was ich dazu sagen soll. Was hast du in der Hosentasche? Nichts. Actually eine Jogginghose an, aber nichts drin, Bruder. Wie oft kochst du für andere? Nie. Nie. Ich koch nie. Ich kann nicht mal für. Ich koch nicht mal für mich selbst. So. Kannst du schwimmen? Ja. Ich habe jetzt Seepferdchen gemacht, ne? Und danach nie wieder. Abo. Hast du einen Kumpel, der immer weiß, wie er dir eine bessere Laune machen kann? Ja. Grüße ihn raus an Karim, Alter. Schaffst du es, einen ganzen Film zu anzusehen, ohne dein Smartphone zu checken? Geht. Kommt drauf an, was im Film. Kommt auf den Film an. Bin ich ehrlich. Wenn es jetzt so ein Horrorfilm ist und ich den nicht alleine gucke, sondern zum Beispiel mit meinem Vater, dann. Bin ich ehrlich, ey, ich gucke nicht einmal auf mein Handy. Ich lasse das Handy dann drüben im anderen Zimmer einfach laden. Ja. Ja. Wie kann man dich am besten ansprechen? Einfach ansprechen, hä? Gut, außer es ist jetzt in so einer komischen, weirden Situation, dann ist natürlich schon ein bisschen, ne? Dann sollte man es vielleicht vermeiden, mich anzusprechen, aber. Oder ich bin halt einfach damn pissed, Bro. Dann sollte man mir auch nicht ansprechen. Wie geduldig bist du eigentlich? Ey, ich bin gar kein geduldiger Mensch, ne? Wenn ich merke, dass ein Download von einem Spiel oder einem Update von einem Spiel zu lange dauert, drehe ich schon durch. Ey, ich bin nicht geduldig. Gar nicht. Also es geht, ne? Es geht. Bekau. Bekau. Kannst du schnell verzeihen. Geht. Kriegst du es hin, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die du kaum noch siehst? Actually, ja. Actually sogar sehr gut. Ich habe immer noch einen Kollegen auf Discord, wobei ich
auch mit dem irgendwie zuletzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten geschrieben habe. Wait, let me check the chat. Let me check. Ach ja, übrigens, den Link hier. Diesen Link, den packe ich euch in die Videobeschreibung. Was da passiert, das kann ich euch einmal gerne zeigen. Muss ich nur ganz kurz eine Sache hier machen. Hab nämlich nicht den richtigen Browser gerade auf. Das ist natürlich ein bisschen beschissen gerade. Und noch Momento. Muss kurz einmal den richtigen Browser hier aufmachen. So. Und zwar kommt ihr dann nämlich zu dieser Seite hier. Und zwar könnt ihr da den neuen Song von Angel Payne und Yuji pre-saven auf Spotify und Apple Music. Sorry. Und zwar Dead Memories. Kurz dazu, ich habe bereits ein Video beziehungsweise eine Reaction zu Dead Memories rausgebracht. So gesehen wird es zu diesem Song keine neue Reaction mehr geben, weil online. Aber ich werde die offline nehmen und an dem Tag, wo der Song dann rauskommt, wahrscheinlich wieder online stellen. Aber eigentlich scheiß drauf, ich kann die einfach online lassen. Egal. Aber ihr könnt ihn gerne mal den Song speichern und saven. Savet ihn euch für Spotify und Apple Music und teilt den Link natürlich weiter. Und ja, ich packe euch das Ding eh in die Videobeschreibung, also alles gut. Ach, schau mal an, der Bruder ist auch online. Ah, die beiden sind gerade online sogar. Richtig stark. So, Leute, genug gelabert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Wie gesagt, alles verlinkt. Telonym ist auch verlinkt. Glaube ich. Wenn nicht, bitte nochmal darauf hinweisen. Vielleicht checke ich es gleich auch selber noch. Und ja. Pre-save den Song. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski. Käse.